Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Chris Voss Food Show und herzlich willkommen zu unserem Dienstagsquickie. Was machen wir heute? Ganz einfach ein paar leckere, schnelle Garnelen. Und wie immer, was brauchen wir dazu? Unsere Zutaten. Wir haben einmal hier Crispy Chili Oil. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, entweder kaufen oder ich habe ein Video gemacht, wie man es selbst macht. Wie ihr seht, ich komme mit dem Nachmachen nicht hinterher, von daher nehme ich das. Dann habe ich ein bisschen eingelegten Knoblauch. Das ist jetzt ein bisschen Experiment, ihr könnt auch normalen Knoblauch nehmen. Den habe ich einfach mal in Sojasauce eingelegt. Dann, was brauchen wir noch? Ein bisschen Ingwer. Dann habe ich hier Bergkoriander. Oh, geil, ich liebe es. Wenn es gut aussehen soll. Ne? Eine Zitrone, Bio, ein bisschen Frühlingszwiebel und natürlich ein paar Garnelen und Olivenöl. Ohne Schüssel, wo alles rein kann. Ach so, Salz natürlich. So, zuerst die Garnelen sind TK-Garnelen. Die habe ich gestern Abend im Kühlschrank reingelegt, dass sie auftauen können. Und jetzt seht ihr, die sind teilweise noch so ein bisschen mit Eis behaftet. Ist aber nicht ganz so schlimm. Das geht relativ schnell ab. Und wir legen sie auch erstmal nur ein. Zunächst machen wir erstmal hier unsere Crispy Chili Geschichte. Da nehme ich einen Esslöffel. Stellen wir auch wieder direkt zur Seite. Dann nehmen wir unsere Frühlingszwiebeln. Die schneiden wir auch in schöne kleine Stücke, dass sie ihr Aroma schön abgeben können. Na, immer auf die Finger aufpassen, wisst ihr ja. Auch das geben wir in unsere Schüssel. Dann den Ingwer. Das ist jetzt ein Reststück, das sieht ein bisschen vertrocknet aus, wenn er schaut. Wenn die Kamera scharf stellt. Ja, macht sie, danke. Das schneiden wir gerade oben unten ab. Ne, wir tun es ja später nicht mitessen. Da geht es ja wirklich nur rein um das Aroma, was es abgeben soll. Einfach in schöne Streifen schneiden. Ne, hier ist ein bisschen frischer Bio-Ingwer. Der ist auch relativ sauber. Da machen wir im Prinzip dasselbe. Schöne feine Streifen. Auch das kommt wieder in die Pfanne, in die Schüssel. Der Bergkoriander darf auch nicht fehlen. Den machen wir schön klein. Ein bisschen andrücken, dass er ein bisschen mehr die Aromen freigibt. Auch das Schüssel. Zitrone halbieren. Dann den Saft einer halben Zitrone rein. Dann hätte man eigentlich vorher den Abrieb nehmen sollen. Aber das kriegen wir auch so hin. Dann nehmen wir unsere in Knoblauch eingelegten Knoblauchzehen. In Knoblauch eingelegt, in Sojasauce eingelegt. Da machen wir so 4-5 Stück. Und nochmal eine Zugabe. Und ich merke gerade, wir lassen das Salz weg. Wir nehmen gleich einen Schluck von dem Knoblauch, von der Sojasauce, wo das Knoblauch drin war, weil die hat einen schönen Knoblauchgeschmack. Und die Knoblauchzehen sind auch schön zart. Also ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, das Experiment, was ich da gemacht habe, ist geglückt. Das dann mal schön klein hacken. Das riecht echt interessant. So, auch natürlich in die Schüssel.
Dann die Garnelen würde ich so lassen. Das sind übrigens Easy Peel Garnelen. Die sind hier oben offen. Wenn sie nicht offen sind, bitte einmal einschneiden, Darm entfernen. Und warum lasse ich die Schale dran? Die Schale gibt beim Braten Geschmack. Und dadurch, dass es halt offen ist, kann auch da unsere Marinade schön dran. So, das Ganze. Noch ein bisschen Olivenöl dazu. Oder auch ein bisschen mehr. Wir wollen ja die Garnelen, dass die sich schön vollsaugen oder marinieren können, besser gesagt. Ja, dann wie gesagt ein bisschen was von dem Knoblauch, von der Knoblauchsojasauce. Einfach nach Gefühl. Ja, dann einmal schön verrühren. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, eigentlich auch drei. Die erste ist relativ simpel. Ihr nehmt die Garnelen, schmeißt sie da rein. So, zack, haben wir eine vergessen. Ne, wunderbar. Das Ganze ein bisschen verrühren. Ihr könnt auch die Hand nehmen, ein bisschen drücken, ne, aber vorsichtig, nicht zu stark. Einfach, dass die Garnelen auch unter die Schale ein bisschen was von dem Glückssaft bekommen. Ja, oder nennt es wie ihr es wollt, keine Ahnung. Einfach, dass die Aromen sich so ein bisschen verteilen. Ne? Das machen wir so eine Minute etwa. Und während ich das jetzt knete, erzähle ich euch, welche Optionen ihr habt. Einmal, ihr könnt eine Vakuumiertüte nehmen, vakuumiert es ein. Da Vorsicht aufpassen, früh genug verschweißen, sonst habt ihr die Suppe im Vakuumiergerät. Das wollt ihr natürlich nicht. Sonst so ein Zipbeutel von diversen Marken. Einfach rein, ein bisschen Luft rausdrücken und dann könnt ihr es auch noch super vermengen. Oder ihr lässt einfach die Schüssel so wie sie ist. Schaut, dass die Garnelen idealerweise jetzt so zum Beispiel alle ja, liebkost werden davon. Macht ein bisschen Glassichtsfolie drüber und lasst es über Nacht im Kühlschrank stehen. Ne? So mindestens 12 bis 24 Stunden. So werde ich es nämlich jetzt auch genauso machen. Auch obwohl ich ein Vakuumiergerät habe. Aber hey. Wir machen es wirklich super simpel. Ja, so, Folie drüber. Und ab damit in den Kühlschrank. Und wir sehen uns morgen wieder. So, meine Lieben, die 24 Stunden sind rum. Da ist das gute Stück. Da freue ich mich mega drauf. Ich habe auch ein bisschen Reis gekocht, einfach im Reiskocher, muss ich euch nicht erklären. Und wenn ihr jetzt mal kurz schaut, so sieht das Ganze aus. Und hier ist eine Pfanne, die habe ich schon vorgewärmt. Ne? Ruhig volle Pulle, dass wir eine schöne Hitze haben. Und da geben wir das einfach rein. Und Freunde, das riecht so geil. So, das lasse ich jetzt ein bisschen köcheln. Wichtig, alle Garnelen mal drehen, dass sie von beiden Seiten Farbe bekommen. Ruhig ordentlich mit Hitze lassen. Ne? Wir haben ja genug Flüssigkeit und auch noch Kälte aus dem Kühlschrank, die verarbeitet werden muss. Jetzt mache ich noch ganz kleine Prise braunen Zucker dazu, dass es ein bisschen karamellisiert oder ein bisschen besser karamellisiert, sagen wir es mal so. Etwa ein Teelöffel und noch ein ganz kleines bisschen Speisestärke, dass es andickt. Jetzt kommen wir langsam dahin, wo wir hinwollen. Ne? Ihr seht, die Garnelen kriegen jetzt einen schönen Glanz und auch so einen netten braunen Rand. Immer schön umrühren, die Aromen schön verteilen. So, Flamme aus.
Jetzt habe ich hier einfach ein bisschen Reis, wie gesagt, vorbereitet. Einmal ein bisschen andrücken, ne, Müsli-Schüssel einfach rein, Teller oben drauf, zack, bisschen drauf trommeln, vorsichtig abheben, ja, ist okay. Dann nehmen wir nochmal hier ein bisschen was von unserem Bergkoriander, schnibbeln den klein, ne, ein paar frische Kräuter. Jetzt könnt ihr noch ein paar, wenn ihr Chilis habt, so schöne Thai-Chilis oder sowas, auch nochmal schön klein schneiden. Habe ich ja, wie gesagt, leider nicht. So, dann die Pfanne. Ne, schön ordentlich die Garnelen. Auch so ein bisschen Knoblauch. Und wir nehmen alle Aromen mit. So, das könnt ihr jetzt natürlich euch noch ein bisschen schöner anrichten. Das machen wir auch nochmal gerade. Quasi fürs Foto-Finish dann. Dann die Garnitur. bisschen die Garnitur machen. Dann, wie gesagt, jetzt so ein paar rote Chili. Wären jetzt natürlich nochmal ein optisches Highlight, aber haben wir nicht. Also machen wir nicht. So, meine Freunde, ihr wisst, was jetzt kommt, mein Lieblingsteil. Das probieren. Ja, wir haben jetzt hier schön die Garnelen mit Reis und der Soße und frischen Koriander und alles. Und, Aroma 1 plus mit Sternchen. Mal probieren. Müsst ihr natürlich noch ein bisschen umrühren, ne? Sieht halt nicht mehr so schön aus, aber schmeckt besser. Und jetzt kümmern wir uns um die Garnele. Oder Garnelen. So sehen die aus. Schale ab natürlich. Ihr könnt es natürlich auch mit Schale essen. Das ist euch überlassen. Ich mache das jetzt mal ohne. Und jetzt seht ihr auch schön, wie die Garnele jetzt aussieht. Nämlich schön mit den ganzen Aromaten versehen. Und auf euch. Mega. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Nachmachen nicht vergessen. Abo, liken, teilen und Glöckchen. Und wir sehen uns am Donnerstag. Macht's gut. Ciao, ciao.